Herzlich willkommen im Lübecker Dom. Nun ist es Weihnachten geworden. Viele Menschen werden heute hierher in die Gottesdienste kommen, aber längst nicht so viele wie sonst. Die Zeiten sind gerade nicht so. Ein bisschen Weihnachtsatmosphäre und weihnachtliche Gedanken aus dem Dom schicken wir hinaus in die Welt. Schön, dass Sie da sind. Denn darauf kommt es an. Da zu sein und zu vernehmen, was der Engel sagt: Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Die Weihnachtsgeschichte, wie sie der Evangelist Lukas aufgeschrieben hat. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. In der heiligen Nacht, da können die Tiere sprechen. So hat es mir meine Mutter erzählt, als ich ein Kind war. So geheimnisvoll ist diese Nacht, so wundervoll. Man kann nur staunen. Jedes Kind weiß das. Geheimnisse, Heimlichkeiten, das große Wunder an diesem heiligen Abend. Ein Sack voller Geschenke plötzlich vor der Tür, manchmal sogar noch Spuren im Schnee. War es das Christkind? Mein Vater sagt, er habe ihn gesehen. Wir können uns nur wundern. Die besondere Stimmung und der Versuch, an diesem Abend mal nicht zu streiten und nicht jede Steilvorlage für einen Seitenhieb zu nutzen. Das spüren nicht nur Kinder. In der heiligen, in der stillen Nacht, da ist alles anders. Da steht die Krippe mitten unter uns, im Dom, am Altar, und eine Kerze steht darin. Keine Babypuppe liegt dort, weil ja jeder wüsste, das ist nur ein Spielzeug. Und das Wunder dieses Kindes in der Krippe, das ist ja, dass es nicht aus Plastik ist, sondern einen Schein in die Welt bringt und einen Glanz, für den es keine Worte gibt. In der heiligen Nacht können die Tiere sprechen. Was erzählen sie? Einer der schönsten Berichte darüber geht so: Bevor es geschah, stellte ein Engel alle Tiere in eine Reihe, von jeder Art eins, denn der Engel hatte noch die vollständige Liste von der Arche. Die meisten wurden sofort gestrichen. Spinnen, Affen, Bären, Wale, Walrösser, Schlangen. Bald war klar, dass vier Beine gleichzeitig am Boden die Voraussetzung für die Endrunde waren. Dadurch blieb einige ernstzunehmende Konkurrenz. Pferde, Tiger, ein Hirsch mit einem Geweih, das sich zu einem unbekannten Wald verzweigte, und ein Zebra, das schwarz auf weiß dastand. Der Elefant konnte die Welt auf seinem Rücken tragen. Hunde und Katzen waren zu klein, das Nilpferd zu unberechenbar. Es gab eine Giraffe mit Puzzlemuster. Das Kamel wurde anderswo gebraucht, ebenso die Rinder. Nach einer ewig langen Zeit waren wir nur noch zu dritt. Der Löwe, das Einhorn und ich. Zu Weihnachten gibt es unter den Tieren ein richtiges Casting. Wer eignet sich am besten? Wer ist am klügsten, am schönsten, am beliebtesten? Wer ist besser als andere?
er spielt vielleicht bei Gott eine Sonderrolle. Wer darf dem Wunder nahe kommen? Der Löwe sprach als Erster. Derzeitige Beschäftigung, König des Dschungels. Vorgeschichte, arbeitete mit Herkules und Samson, auch mit Daniel in der Löwengrube. Besondere Stärken, besondere Stärke. Schwächen, keine bekannt. Der Engel schrieb es auf. Dann sprach das Einhorn. Derzeitige Beschäftigung, Fabeltier. Vorgeschichte, auf Hebräisch Rehem, das unbezähmbare Wesen. Besondere Stärken, kann gut mit Jungfrauen. Schwächen, neigt zum Verschwinden. Der Engel schrieb es auf. Und dann war ich an der Reihe. Der wird sich zum Esel machen, flüsterte der Löwe. Und so war's. Ich bin ja auch einer. Ein echter Esel. Derzeitige Beschäftigung. Esel. Vorgeschichte. Kleiner Esel. Besondere Stärken. Kann alles überall hin tragen. Schwächen. Nicht schön. Nicht aus gutem Stall. Nicht wichtig. Nicht klug. Nicht bemerkenswert. Keinen einzigen Preis gewonnen. Der Engel schrieb es auf. Er schrieb und schrieb und schrieb. Soweit die Geschichte. Die Tiere versuchen, sich in das beste Licht zu rücken, sich möglichst gut zu verkaufen, möglichst geschickt zu positionieren, ihre Geschichte loszuwerden. Und die Menschen? Was erzählen sie in dieser heiligen Nacht? Von ihren Stärken oder von ihren Schwächen? Von dem, was sie schon alles geschafft und gerissen haben? Oder von all den Dingen, von denen sie träumen oder nicht einmal zu träumen wagen. Dass die Tiere sprechen können in dieser Nacht, das hört nur, wer ganz still und aufmerksam lauschen kann. Dass auch die Träume der Menschen hörbar werden, das möchte ich gerne glauben. All die Geheimnisse, all die Sehnsüchte, all die Verletzungen, all die ungeweinten Tränen. Vielleicht, wenn wir ganz still und aufmerksam, denn in dieser Nacht kehrt sich doch alles um. In dieser Nacht passt zusammen, was sonst gegensätzlich bleibt. An Weihnachten fügt sich ineinander, was nie sonst passt. Irdisches Leben und himmlische Wirklichkeit berühren sich. Und wir ahnen, mitten im Chaos, mitten in all den Irrungen und Wirrungen ist ein neuer Anfang möglich. Weihnachten feiern wir, dass Gott mit uns Menschen und Tieren neu beginnt. Unbegreiflich, unfassbar, unaussprechlich. Paradox und verrückt. Wundervoll, geheimnisvoll. So besingt es ein uraltes Lied in der Bibel. Groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Er reimt sich nicht, dieser alte Hymnus. Vielleicht war er eigentlich nicht einmal ein Weihnachtslied. Aber er reimt für uns zusammen, wofür uns die Worte fehlen. Am Heiligabend geht es plötzlich miteinander. Fleisch und Geist, Engel und Heiden, Welt und Herrlichkeit. Menschlich und göttlich ist dieses Kind, von dem die Engel singen, zu dem die ärmsten Hirten und die weisesten Könige pilgern. Geglaubt in der Welt, und doch ganz von himmlischer Herrlichkeit. In diesem Menschenkind, so schutzlos, so hilflos, so liebebedürftig, da setzt Gott sich der Welt aus. Und zugleich taucht dieses göttliche Kind das ganze elendschöne Leben in ein neues Licht. Die Perspektive kehrt sich um. Er wird ein Knecht und ich ein Herr. Das mag ein Wechsel sein, heißt es im Weihnachtslied. Schwer zu verstehen für uns Menschenkinder ist das, für Kleine wie für Große. Darum sollen noch einmal die Tiere aus der Geschichte das Wort haben. Am Ende, als der Löwe, das Einhorn und der Esel all ihre Stärken und Schwächen aufgezählt haben und der Engel die endlose Mängelliste des Esels aufgenommen hat, da stellt er ihnen die entscheidende Frage, ob wir in einem Satz sagen könnten, warum wir für den Job geeignet wären. Zuerst sprach der Löwe. Wenn er der König der Welt ist, soll er vom König der Tiere getragen werden. Das Einhorn sagte,
Wenn er das Geheimnis der Welt ist, soll er vom Geheimnisvollsten von uns allen getragen werden. Ich, der Esel, sagte, ja, wenn er die Last der Welt auf sich nimmt, dann trag am besten ich ihn. Der Herr der Welt, das Geheimnis der Welt, kommt nicht als großer Herr und starker König, sondern als das hilfloseste Wesen von allen zur Welt. Der Esel, der nicht klug ist, nicht hübsch, nicht reich, auch nicht beliebt, er wird ihn tragen. An der Krippe soll er gestanden haben. Auf der Flucht nach Ägypten war er vielleicht dabei. Und ganz sicher war es einer aus seiner Familie, der 33 oder 34 Jahre später diesen geheimnisvollen Herrn der Welt nach Jerusalem hineintrug, auf dem Weg nach Golgatha. Das Niedrige wird groß. Das Schwächste ist erwählt. Der Unansehnliche erhält bei Gott ein Ansehen. Die Übersehene kommt in den Blick. Ganz am Anfang an der Krippe und ganz am Ende am Kreuz und dann darüber hinaus. So wird es Weihnachten in dieser Nacht. Und wenn wir genau hinhören, wir großen und wir kleinen Menschenkinder Gottes, dann hören wir vielleicht die Tiere sprechen und Gott und die Menschen träumen. Gott, in dieser Nacht fällt das Licht des Himmels auf die dunkle Erde. Komm mit deinem Licht in unser Herz. Mach hell alles Dunkel in uns und in der Welt. Du, der du uns heute sagen lässt, fürchtet euch nicht. Berühre alle, die in Ängsten leben. Komm mit deinem Trost zu denen, die traurig sind. Sei bei den Kranken und allen Menschen in Not. Stärke die, die versuchen zu helfen, zu pflegen, zu heilen.
Du, der du in dieser heiligen Nacht allen Menschen Frieden verkündigen lässt, lass Frieden werden in uns selbst und überall und zwischen allen Völkern. Du, der du in diesem Kind ganz und gar Gott mit uns wirst, befreie uns zu Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit. Lass uns ein Licht aufgehen, dass wir wissen, was wir tun sollen. Hilf uns lieben, hilf uns hoffen. Nimm uns hinein in die Weihnachtsfreude. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und es behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.